Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crazy Machines. Ja, das war eben gerade Steam. Aber das kann mich mal gepflegt am Arsch lecken. Wo ist mein Schraubenzieher? Nein, das Spiel gibt's nicht auf Steam, nur Steam habe ich im Hintergrund offen. Ranzo und so sind so witzig und laden mich die ganze Zeit zu Counter-Strike Global Offensive ein. Würde sagen, wir starten mal. Welch heftige Reaktion! TNT-Kiste, mehr gibt's nicht. Da habe sogar ich Probleme! Hier spielt der Sprengstoff mal wieder eine wichtige Rolle. Du hast alles zur Verfügung, um die Mauer zu zerstören. Also übe und verbessere deine Fähigkeiten als Sprengmeister. Jetzt mal ganz doof gefragt. Einfach genial! Wow, das war ja schwierig. Das sieht ziemlich verzwickt aus. Schnell, ich brauche meinen Basketball. Einstein hat mich zum 101 herausgefordert. Was war der Auftrag? Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte das da. Er braucht seinen Basketball. Was haben wir denn alles? Sehe ich gar nicht. Ich muss hier mal kurz etwas aufräumen, weil das macht mich hier gerade wahnsinnig. Alles, wovon wir ein Stück haben, tue ich jetzt mal kurz raus. Wir haben einmal C4. Das muss das Ding hier wegsprengen. Dann haben wir noch mehr. So. Wir haben noch TNT, dann mache ich es anders. Ja gut. Dann tue ich das Ding erstmal hier hin. Und das TNT hier hin. Leider dauert es etwas, bis es da oben angekommen ist. Dann müssen wir das Ganze noch verbinden. Ging das schon mal? Nein, so nicht. So ging das. Dann hätte ich gern zweimal eine Kurve. Geht das da dran oder nee? So würde das gehen. Und dann mal noch eins hier dran. Dann hiervon. So. Wieso nicht, weil das scheiß Ding im Weg ist. Kann ich das nicht irgendwie... Na, geht doch. Wie? Fuck, das geht du nicht. Kapitulierst? Das habe ich nie gesagt. Ich habe vergessen, dass das irgendwie erwärmt werden muss. Klar, da oben ist auch so ein Ding, aber ich krieg das auch nicht bis da nach oben. Das höchstens bis hier, aber dann macht es keinen Sinn. Aber das kriege ich weiter nach oben. Und dann kriege ich das ja auch nach oben. Wunderschön! Ich hoffe nur, das empfängt den nötigen Druck. Kannst du bitte da oben rangehen? Nein. Kannst du jetzt bitte da oben rangehen? Da, 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 da.
Moment noch. Wo geht's denn hier in den nächsten Bunker? Du gibst schon auf? Also erstmal mal Fazit, das hier funktioniert nicht. Und diese Kerze ist überflüssig. Platz. Nee, das kriege ich nicht so hin. Ich hatte gerade einen Gedankenblitz. Das Level ist cool, aber es dauert lange. Also solche Level mag ich. Ich hasse es, wenn ich mit Magneten arbeiten muss. Das kann ich schon mal sagen. So. Ah, dann wollte ich das da mit dem da verbinden. Und ich wollte das da. Das da. Das da und das da. Okay. Ach, das fällt ja runter, deshalb. Ich muss es gleich so stellen, dass es nicht runterfällt. Wahrscheinlich wird es trotzdem ein bisschen runterfallen, deshalb tue ich das hier schon mal so. Meine Damen und Herren, aufgepasst! Jetzt geht ein Genie ans Werk! Ja, genau das war meine Befürchtung. Deshalb hätte ich auch gerne, dass das da oben anfängt zu brennen. Zuerst. Aber das tut's nicht. Okay, auf der Höhe fängt es an zu brennen. Ich wollte nur mal wissen. Ich muss es nochmal neu spannen. Spanner! Okay, jetzt mache ich übertrieben lange Seile. Also übertrieben jetzt nicht, aber in der Hinsicht übertrieben, dass man so. Meine Damen und Herren, aufgepasst! Jetzt geht ein Genie ans Werk. Sehr schön. Sehr schön. Kein Kommentar. Das freut mich. Ein Quantensprung für die Wissenschaft. Ich beglückwünsche dich zu deinem Aufstieg vom engagierten Laien zum vielversprechenden Lehrling. Dieser Titel ist nicht zum Angeben gedacht. Aber jetzt beschäftigen wir uns mit Seilen und schwingenden Körpern. Um den Eindruck von der Materie zu verschaffen, baue einfach die linke Konstellation nach. Das ist sehr schwierig. Das ist der Energieerhaltungssatz. Das muss ein Stück nach oben. Haben wir übrigens witzigerweise gerade in Physik. Wie heißt das noch? Was ich alles kann. Cool. Nur 3 Treffer reichen aus, und schon bist du der neue Schützenkönig hier im Labor. Ein kleiner Tipp am Rande. Seile kannst du an Ösen binden. Öse. Wie heißt das noch? Cool. Die beiden Ballons hängen seit
dem letzten C2H5OH-Seminar dort oben. Ich habe keine Ahnung, wie die da hinaufgekommen sind. Die müssen endlich weg. Hier hast du zwei Nägel, lass dir erst was einfallen. Ich würde sagen, dann würde Ausprobieren helfen. Moment noch! Wo geht's denn hier in den nächsten Bunker? Wieso passt das eine und das andere nicht? Toll. Wie? Nee, das hätte sogar noch gepasst. Seht ihr? Seht ihr? Jetzt ist das zu weit links. Also das passt. Nee. Das passt fast. Jetzt passt überhaupt nicht mehr. Das passt schon mal. Wo ist mein Helm? Die habe ich übrigens absichtlich in unterschiedliche Höhe gepackt, die Kugeln. Weil, wenn ich die auf gleiche Höhe mache, könnte es passieren, dass die Nägel sich gegenseitig nicht mögen und gegeneinander packen. Das war mir schon vorher klar. Ich muss ein bisschen ausprobieren, Junge. Das war wohl nix. Satz mit X war wohl nix. Genau, das war meine Befürchtung. Ich wollte mich doch alle fangen. Meine Damen und Herren, aufgepasst! Jetzt geht ein Genie ans Werk. Aha! Kann ich die mit dem Nagel zuerst da? Du gibst schon auf? Leck mich doch im Arsch. Warte, ich will nur noch mal einen Blick auf meine Hausratversicherung werfen. Messer alle auf einen Ballon. Ah, Leute, dieses Level macht mich wahnsinnig. Warte, ich will nur noch mal einen Blick auf meine Hausratversicherung werfen. Ja, dann mach das doch. Der fliegt nicht hoch genug. Weiß, dass du es besser kannst. Kerzen löschen für Fortgeschrittene. Ein Luftballon und ein Seil sollten dafür auch vollkommen ausreichen, oder? Ich meine, ich muss die Kerze ausblasen, ne? Halt Blasen gesagt! Entschuldigung. Ne, ich wollte den Luftballon da hinten tun. Eigentlich wollte ich das so machen. Nee, kein kurzen Seil. Kein kurzen Seil. Scheiße. Oh, Moment, ich hab's jetzt erst gecheckt. Wenn das Seil mal weggehen würde. Ja, kannst du jetzt mal bitte da so hingehen? Volle Deckung! Wow. Ach, da kommt die Luft raus. Ich bin beeindruckt. Ich auch.
würde sagen, danke fürs Zugucken und adieu. Tschüss.